Ist Gorbatschow betrogen worden? Gab es jemals ein Versprechen, die NATO dehnt sich nicht Richtung Osten aus? Wir haben zum Beispiel das Protokoll des Gesprächs zwischen Genscher und Shevardnadze, aus dem sehr deutlich hervorgeht, wie Genscher proaktiv auf die sowjetische Seite zugeht und ihnen die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Am Vortag hat bereits US-Außenminister James Baker in Moskau vorgefühlt. Er versichert ebenso, die NATO werde sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen. Sowohl Kohl als auch Baker haben im Februar 1990 mündlich Gorbatschow gesagt, die NATO bleibt bestehen, wo sie ist, im Jahr 1989. Das heißt, also die NATO-Linie, die verläuft mitten durch Deutschland. Alles nur mündlich, alles nicht schriftlich. Und das ist der Kern des Streites bis heute. Unter vier Augen hat er mit Bush die Details besprochen, unter anderem NATO-Fragen. Auf die Idee, dass man Kompromisse machen soll, in dieser Hinsicht reagierte Bush, to hell with them, we prevailed, they didn't. Also zur Hölle mit denen, wir haben gewonnen, die nicht. Die USA geben die Richtung vor. Gesamtdeutschland muss in der NATO bleiben. Mit allen Mitteln, ohne Zugeständnisse. Und gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen. Der Bundeskanzler stützt die Gorbatschow-Regierung mit einem Kredit über 5 Milliarden D-Mark. Wichtigste Frage: Darf das geeinte Deutschland in der NATO sein? Stimmen Sie mit mir überein, dass im Einklang mit dem Helsinki-Abkommen jedes Land selbst bestimmen kann, welchem Bündnis es angehören möchte? Und Gorbatschow sagte, ja. Da legte sich plötzlich eine Hand in meine Hand, das war Frau Gorbatschow. Und sie sagte zu mir, es wird ganz wichtig sein, dass Deutschland alle seine Verpflichtungen einhält, die sie übernehmen. Und ich habe natürlich gesagt. Für 15 Milliarden D-Mark erhält der Kanzler den Schlüssel zur Wiedervereinigung. Manche sprechen noch heute von Bestechung. Am 12. September 1990 wird der 2+4-Vertrag in Moskau unterzeichnet. In Russland fühlt sich so mancher betrogen. Russland ist vom Westen immer wieder betrogen worden. So auch bei der NATO-Osterweiterung.